Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Seed-Vorstellung von Minecraft. Ich zeige euch einen Seed, der viele Loots enthält und eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Und ich mache es einfach mal creative. Standard, alles aus einfach. Naja, Cheats. Und Bonus-Truhe ist egal, aber ansonsten der Rest normal. Und der Seed ist einfach groß geschrieben Berg. Einfach nur Berg. Funktioniert mit der 1.7.10. Mit der 1.8 wird er wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber ich sag euch, das ist ein Hammer-Seed. Am Anfang spawnt man in einem Plains-Biom mit Zuckerrohr, Lakes und vielen Kühen. Und in der Nähe ist eine Wüste. Jupp. Ich habe mir jetzt nicht genau die Koordinaten aufgeschrieben, aber in dieser Wüste gibt es ein Dorf. Irgendwo. Ja, genau, da ist es. Und genau neben dem Dorf ist auch gleich ein Wüstentempel. Also, bei dem Seed Berg gibt es dann bei den Koordinaten, die ihr eben jetzt mal schnell anschauen könnt, ein Dorf. Mit einer Pyramide daneben. In diesem Dorf gibt es ansonsten nichts Besonderes. Außer halt die Dorfbewohner und den durchschnittlichen Eisen eigentlich. Und es gibt Karotten hier. Das ist schon mal ziemlich gut, weil kann man sich Paketzeug machen. Und dann neben dem Dorf die Pyramide. Wissen wir ja alle, Pyramiden sind selten und haben dementsprechend auch mehr Loots und so. Ich fliege einfach mal oben rein. Natürlich die Druckplatte erstmal wegmachen. Dann habt ihr hier unten erstmal 9 Stück TNT. Ist auch ziemlich wertvoll. Und dann haben wir Eisen, Gold, Knochen. Ich mach's einfach kaputt, damit es rauskommt. Dann noch mehr Knochen und Zombiefleisch und 3 Smaragde. 16 Gold und 3 Smaragde. Ist das Wertvollste, was man hier rauskriegen kann. Plus das Dorf, schon ziemlich cool, der Seed. Aber es geht natürlich noch weiter. Nämlich genau dahinter ist nämlich neben dem Lavasee auch ein Dungeon. Dort, wo die Blöcke oben sind, ist darunter die Kiste. Da haben wir das Zeug. Und dort noch ein Kiste. Da haben wir auch ein Nametag und so. Und einfach die Rüstungen. Und hier ein Spinnenspawner. Mit Moosstein. Hier ist auch noch eine kleine Höhle oder so, aber da ist nichts drin. Also, ich kann es ja mal zeigen. Guck hier und hier ist zu Ende. Hier geht es nicht weiter. Ist einfach, naja, als hätte ich mit TNT reingefeuert. Aber es sind schon ziemlich gute Loots hier. Ich mag den Seed. Einfach groß geschrieben. Dann kriegt ihr im Survival diese tollen, tollen Items. Und weil ich Spaß habe, lasse ich einfach mal Lava in das Dungeon fließen. Lavafluss. Aber ja, da habt ihr einen tollen Seed, auf dem man durchaus eine schöne Survival-Welt starten kann, wenn man mit Minecraft noch nicht so vertraut ist, weil es ist ein Dorf mit vielen, vielen tollen Items. Ja, ich glaube, die Koordinaten schreibe ich noch mal in die Beschreibung und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Seed. Ciao.